Hallo und herzlich willkommen auf YouTube bei eurem Killer Party. Ja, und heute eine neue Folge von Let's Play Minecraft. Natürlich nicht, natürlich Let's Play FIFA 13. Ich habe mir letztens dann die Nationalmannschaft von Peru angenommen, aber heute wieder mal mit Bremen gegen den VfB Stuttgart. Ein Auswärtsspiel, also kein leichtes Spiel. Scheiße, jetzt habe ich auf Weiter gedrückt. Naja, die Aufstellung passt eigentlich soweit. Also aufhören. Heiner ist verletzt. Beim VfB. Wir haben hier Ramos. Lohnt sich immer mehr für uns. Aber ich hasse immer noch diese Minispiele. Die regen einfach langsam mal auf, weil man auch immer die gleichen sieht. So, los geht's. Bundesliga. VfB Stuttgart. Gegen Werder Bremen. Herzlich willkommen. Und dieses Let's Play kommt eigentlich ganz schön gut an. Denn, ja, ich bin ganz überrascht. Denn es macht fast keiner ein Let's Play mit Bremen und die Bremen-Fans freuen sich. Und der Reiz in dieser Partie besteht darin, wer hier gewinnt, der hat die Möglichkeit noch. Okay, auf welchem Platz stehen wir eigentlich? Wir stehen auf Platz 6, 30 Punkte. Ja, ganz ordentlich. Und ja, die Begegnung beginnt. De Bruyne. Das Spiel, es kann beginnen. Elia. Elia. Schmitz, Brödel. Ramos. Ramos. Ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut mit dem Part, wann dieser Part online kommt, denn ich habe mir überlegt, eine kleine Art Winterpause einzulegen, also sprich so eine Woche Pause zwischen dem letzten Part und diesem. Ich weiß nicht, ob ich das umsetzen werde, denn es liegt einfach daran, dass ich zurzeit richtig viel Stress habe in der Schule. Naja, was heißt Stress? Morgen ist Freitag, morgen geht bin ich am ganzen Tag in der Schule von 8 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends, irgend so ein Berufstag. Und normal nehme ich Freitag oder Freitag eigentlich immer die Videos schon auf. Ja, das ist natürlich ganz toll. Ja, Berufsfindungstage oder Berufsausbildungssachen gehen natürlich vor, denn meine berufliche Laufbahn ist wichtiger wie YouTube. So ist es leider. Naja, bin ja erst in der 9. Ist noch ein bisschen hin. Aber für so große Firmen muss man sich schon vor allem in Banken muss man sich schon zum Zwischenzeugnis des 9. Klasse bewerben. Also das wäre jetzt dann bald im Februar. Also so ist es nicht. So, und jetzt gehen wir mal wieder mit Fußball weiter. Wow, schade. Ja, und sonst halt in den Sommerferien dann. Wenn es dann zur 10. Klasse hingeht, muss man sich eigentlich dann bewerben. Bei den normalen Betrieben. So. Janusewitsch jetzt einmal. Mal ein bisschen Angriff. Janusewitsch verliert den Ball. Gentner. Harnik. Kakao! Kakao! Oh, Militz wird immer besser. Militz wird immer besser. Und Fepas. Die Davi jetzt. War ja letztes Jahr beim ersten FC Nürnberg Quiz. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Das sah gar nicht schlecht aus, aber Fritz. Jetzt die anderen wieder einmal. Fritz. Da freut sich der Trainer. Fritz! Wow! Richtig! Richtig knapp! Hier Clemens Fritz. War ja mal ein Stürmer und dann richtig knapp. Naja. Kann man nichts machen. Ja, und dieses Wochenende, also wir reden jetzt vom, boah, was ist denn das? Heute ist das 17. Ja, das Wochenende dann gleich danach, also übermorgen, kommt die TM. Bruno Spengler. Finde ich richtig nice, dass er gewinnen kann. Der hat ja wirklich Titelchancen.
Und warum ich so für einen Spengler bin, das Spengler fährt beim Schnitzer-Team. BMW Schnitzer-Team. Und mein Vater arbeitet beim Schnitzer-Team. Also nicht im Motorsportbereich, sondern in der im Autohaus Schnitzer. Das gehört aber zusammen als Kfz-Meister. Ja. Deswegen natürlich begeisterter BMW-Fan und natürlich auch begeisterter Spengler-Fan. Vielleicht treffe ich den Bruder Spengler auch mal, wenn er in Freilassing beim Schnitzer mal da ist. Darf ich nicht sagen, wo der Schnitzer ist? Ja, natürlich, das steht ja überall. Ja, wird bestimmt mal nice, wenn der mal kommt. Bis jetzt war er, glaube ich, einmal erst da, der Spengler. Aber auch noch ganz kurz, glaube ich. Naja, aber er kann es in eigener Hand. Er kann gewinnen. Er muss einfach nur das Rennen gewinnen. Dann ist er DTM-Sieger, Meister. Schade, dass es da auch kein Rennspiel mehr gibt und irgendwie konzentriere ich mich hier gar nicht. Naja. Naja. Frankfurt-Nürnberg 1-0 und heute führt Hartmann Wolfsburg 0-1. Und in einer Woche geht's auch los mit dem Fürth-Spiel. War ich noch Fürth? Nach Kräuter Fürth? Naja, Kräuter Fürth gibt's nicht. Also die Stadt Kräuter Fürth gibt's nicht. 11. Saisontore für Nils Petersen. Und jetzt muss mehr kommen. De Bruyne. Fritz. Gut gesehen, Ilia. Hätte flanken können, macht er aber nicht. Und Stuttgart im Ballbesitz. Und Bremen muss jetzt wesentlich mehr tun. Nicht nur mehr hinten stehen. Denn das geht meistens schief. Die Davi. Frankfurt-Nürnberg 1-1 jetzt. Die Davi immer noch am Ball. Die Davi will den Ball gar nicht hergeben. Doch jetzt gibt er ihn hier wieder auf die Davi. Traoré. Traoré. Miletz. Jetzt muss er schnell spielen. Wohin mit dem Ball? Schmitz. Gute Idee. Petersen. Fritz. Ilia. Er wünscht den Ball noch. Ja, ja, er wünscht ihn noch. Aber dann geht er ins Aus. Aber wenigstens ein Wurf. Für Bremen und wir wechseln dann auch mal aus. Wen haben wir denn überhaupt noch auf der Bank? Genau, Arnautovic für den Fritz. Warum mache ich der Fritz da ist? Weiß ich auch nicht. Naja. Sie wollen jetzt das Führungstor ohne Frage. Und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Schade. Führt Wolfsburg 1-1 jetzt. Und Quist. Peter attackiert. Und nun die Wieschwitz. Jetzt schnell spielen. Jetzt steil spielen. Boah, komm. Leg mich schon wieder auf. Aber Perdu. Ibisevic. Achtung, genau hingeschaut. Quist. Ilia. Ilia. Arnautovic. Nee, was war denn das? Das war irgendwie nicht so geplant. Noch gut 25 Minuten. Und jetzt Gentner, Riesenchance, Gentner. Was macht er damit? Immer noch Hanik, der Ex-Bremer, Hanik. Hanik! Hätte Bremen nicht verkaufen dürfen, aber naja. Hier haben wir Traoré. Und geht jetzt und Okazaki kommt, was schwierig genommen. Petersen. Jetzt erhöhen wir mal den Druck. Wir machen Team Pressing und nee. Hoher Druck. Von 90 pro Spiel unter. Nachteil, der Gegner ist schon wieder am Bach. Was? Oh, okay, ging noch gut. Und jetzt, ach, lauf halt, der war nicht so geplant. Und Stuttgart bleibt im Ballbesitz. Wird es mal wieder eine Nullnummer. Und jetzt Werder Bremen.
in Ballbesitz. Klasse zum Spiel. Klasse. Schade. Wäre natürlich nicht gut, wenn das mal wieder eine Nullnummer wird. Von den Punkten her. Nee, und nicht von den Punkten, von den Toren her. Richtig gut drauf, weil es gibt ja einen Punkt. Absolut zu Recht, ganz weit oben in der Tabelle. Und da ist es klar, dass die Fans richtig gut drauf sind. Junuzovic! Boah, scheiße. Der hätte reingehen können. Und wieder ist er auf der Posten. Zehnmal ohne Gegentor. Schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Die Chance! Da wird der Trainer zufrieden sein. Ja, richtig gut, der Sturm, naja, nicht wirklich. So sieht ein Pass aus. Ach komm. Ja, und dann passt er noch zum Gegner, oder? Ist doch klar. Okazaki, der ja vorhin reingekommen ist. Brödel gegen Ibisevic. 2 Minuten gibt's oben drauf und jetzt vielleicht noch ein Konter. Ilija Arnautović. Arnautović. Ja, ja! Nochmal! Nochmal! Nee. Nochmal, komm! Ja! Nee, ich krieg den Ball nicht mehr rein. Das wird's gewesen sein. Oder? Oder? Nochmal Einwurf, aber ich glaube, das war's. Ja. Wenn jetzt Stuttgart keine Mist gebaut, dann war's das. Ja. 0-0 geht aus. 0-0. Da hätte man besser spielen können. Sollte ein Stieber erhalten. Aus folgendem Grund können wir den nicht jetzt machen. Nee, dann nicht. Und sage ich bis zum nächsten Mal, euer Killerparty, und gegen Dortmund richtig schwer. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Killerparty.